Hallo meine lieben Tabletop-Freunde! So, wir kommen zum zweiten Szenario von der Geschichte von This is not a test. Wir hoffen, die letzte Geschichte hat euch gefallen. Zu dem ersten Video gab es ja schon Kommentare hin und her. Und bei dem letzten natürlich auch irgendwie. Und da wurde immer wieder angesprochen, was ist denn hier mit Danny und seinem Bart? Und der Bro ist hier, der hat ihn extra für euch wieder wachsen lassen. Und ja, wir wollen euch jetzt mal erzählen, wie das... Hey! Yeah! Wasteland! Junge, das kommt schon, das ist schon geil. Das ist noch nicht so drin, das ist noch so ein bisschen zu schwul. Wird ein bisschen aufgesetzt, unnatürlich, oder? Ja. Gut, machst du nix? Ja. Geiles Szenario, ja, und ne, wir reagieren auf die Kommentare. Ich dachte, ich mache mal was Neues. Ja. Das ist aber eigentlich ganz cool, oder? Und ich finde, für 55 Cent bei Action kann man schon hast machen. Du 6 ausmalen anstatt... Ne? Ja. Also du kannst ja mal ohne Bart gehen, du kannst mit dem Bart gehen, Eigentlich viel geiler als ein echter Bart. Und es sieht total natürlich aus. Also, total. Ne, ist gar kein Problem. Also als du reingekommen bist, habe ich auch direkt so... Sehr geil. Okay, ja. So, was wärst du denn dann in so einem Zirkus? Dieser Superstarke? Ja, mit diesen so Kugelgewicht-Dings da. Und dann immer so Pounds draufsteht. Mit diesem geriffelten Enganzug und dann so... Wie hieß der? Der hatte doch mal einen Namen. Ich hatte den Namen. Wie hieß der denn? Irgendwie bla bla bla. Der Starke oder sowas. Okay. Irgendwas Russisches. Letztens bei dem Dings war es der einäugige Zyklop. Zyklopen sind immer einäugig. Aber bei dem Film, wo die mit... Ey, hier, das ist doch ein... Weißt du, und dann kam so ein Einäugiger raus, aber der hat aber so ein Tigerfell, den dann auch sehr. Ich hatte erst gedacht, es irritiert mich viel mehr, wenn ich mit dir spreche, aber es ist völlig, ja, so, als wäre völlig natürlich. Es ist völlig natürlich, also ne, nochmal, wenn ihr in diesen Laden geht, mega. Ja. Einfach nur geiler Stuff. So. Aber wir wollten eigentlich auch ein Spiel machen. Genau, richtig. Gut. Wir kommen schon wieder ins Labern. Ja. Ist so. Szenario, letztes Mal habt ihr ja mitgekriegt, die Warband. Hier meine Kannibalen Mutanten, wie habe ich sie genannt? Richtig, Incest is not a crime. Und gegen die Caravans vom Daddy. Ja, die Bartlett Trading Company. Die haben sich ja getroffen auf dem Schauplatz, wie ihr das mitbekommen habt. Und haben sich ja dann zusammengeschlossen. Ein paar musste ja nochmal sein Incest machen, ob er ihm denn auch vertraut. Aber der hatte so nur einen Skill und hat ihn so eingelullt und belabert. Und ein paar ist natürlich auch nicht so helle. Hat ihn natürlich überzeugt, dass sie erstmal zusammenarbeiten und dass er auch auf den Schrottplatz durfte, hat er alles gesehen. Auf jeden Fall sind die zurück. Die Trading Company, weil King immer am Labern so, boah, jetzt mal Party hier, die, ich will das hier zu den Nutten. Stuff hatten sie ja schon verkauft, direkt am Schrottplatz. Richtig, bei dem Alten. Ihr habt ja auch in dem Video gesehen, was wir so gemacht haben, wer wie viel Geld verdient hat und so. Und da war es ja so, dass das Spiel ging ja sowieso an die Mutantenkannibalen. Die haben ja irgendwie, weiß ich nicht, 120 Münzen oder so hinterher gehabt, irgendwie sowas. Ich hatte nur um die 50, aber ich habe ein paar sehr geile Sachen erwürfelt. Ich habe einen Roboter bekommen, der ist im Moment aber bei mir quasi nur im Inventar in der Reserve, weil man darf keinen Söldner doppelt haben. Aber ich habe ihn halt, ich habe den dabei so. Ich habe sowas erwürfelt, wo ich die nächsten, jetzt dann noch die nächsten zwei Spiele, keinen Unterhalt zahlen muss für die ganze Warband. Sehr geil. Und ich habe versucht, das war nicht auf dem Video, es gab ja ein Plus-Roll auf die Ra-Liste. Ich wollte mir eigentlich so eine coole Strahlenpistole kaufen, weil ich habe ein sehr geiles Mini, was ich anheuern würde. Ich habe aber trotz meinem Plus 4 gewürfelt, dass es keine Relikte zu kaufen gibt. Also habe ich nichts gekauft. Ich habe keine Upgrades, niemand bei mir ist aufgelevelt. Meine Warband ist im Prinzip genauso wie beim letzten Mal noch. Das seht ihr gleich auch. Wir stellen die natürlich noch vor. Genau, wir stellen die vor. Und heute geht es aber noch nicht in der Geschichte weiter zwischen der Trading Company und den Mutanten, sondern heute beleuchten wir ein bisschen, naja, vielleicht ein bisschen die Vergangenheit von der Trading Company. So kann man so sagen, oder? Ja, und so sieht das nämlich aus. Also ihr müsst euch vorstellen, die Trading Company hat ja so auch einen Backdrop, eine Vorgeschichte, bevor die zum Schrottplatz gekommen sind. Und zwar hatte der Leader von der Trading Company, Sir Cullen Bartlett,
hatte vorher einen Geschäftspartner. Und die hatten dann aber irgendwann ein bisschen Beef und es kam dann zu einer Spaltung, wo sich dann der Kollege, wie hast du den genannt? Wer jetzt? Der Leader. Von den anderen? Ja. Das Willy. Willy? Willy. Von der Company, also sind irgendwie Hanging Judge, ne? Ja, also wir haben da jetzt quasi, die sind so ein bisschen da, man könnte sagen abtrünnig, andere, und er selbst sagt natürlich, er hat immer recht. Regeltechnisch ist es eine Warband der Peacekeeper, und da kann man ja verschiedene Varianten machen. Das ist die Variante mit dem Hanging Judge, also so im Prinzip Irren, der rumrennt und sein Gesetz durchdrückt. Ist jetzt so, ist ja jetzt nicht so sehr Gesetz, aber also eigentlich haben die ja zusammengearbeitet. Er ist auf jeden Fall ein bisschen Diktator und will immer recht haben. So, und das ging natürlich zur Kabel Battle auf den Sack. Die haben sich getrennt. Ja. Er nicht so ganz im Frieden, ne? Nee, auch gar nicht so. Ja. Und er hat jetzt seine eigene Warband versammelt und hat ihm ewige Rache geschworen, weil er meinte, er hätte, also Circle and Battle hätte ihn abgezogen bei irgendeiner Deal-Sache und hätte irgendwie, ich glaube, das ist ein Amulett seiner Mutter irgendwie verkauft, weil das war noch voll viel wert und so. Und ist auch gar nicht so gewesen. Naja, auf jeden Fall war Circle and Battle dann auseinander und hier und da. Sind dann zurück in den Town. Und zwar ist das der Nuke Town hier, so mal auf ganz schlecht, das ist einfach die Nuke City, in der Nähe von dem Schrottplatz, und King die ganze Zeit natürlich, boah, Party machen, Lumpen saufen, jetzt mal echt, wir haben Kohle, lass machen. Okay, die ab natürlich in den Puff zu den Atomic Pussies und die machen da jetzt Party, zweistöckiges Haus, zeigen wir euch gleich, da ist richtig gut chillig, alle so ein paar Tage, sind auch schon ein bisschen drauf und so. Und dann kam ein kleiner Junge angerannt und sagte, boah, da kommen irgendwelche komischen Gestalten in das Dorf, die hetzen voll irgendwie durch die Vorgärten und man konnte die schon vor dieser kleinen City sehen. Und nach dem Erkennungsmerkmal wusste Circle und Bartlett sofort, um wen es sich handelt. Ja. Und auch einfach von der Art, weil die sprechen auch mit keinem, weiß ein kleines Kind im Weg, bam, weggeschubst, so, die rennen einfach. Ne, ganz straight so, also nur auf diesen Puff zu, weil die irgendwie mitgekriegt haben, oh, da ist Party, die sind bestimmt da, die Assis, und nur darauf zu, lassen sich von nichts beirren. Und ja, der Circle and Bartlett und die Trade Company hatten eigentlich gedacht, weil die sind in ja einen ziemlich entlegenen Teil des Wastelands, hatten wir ja erzählt mit dem Schrottplatz und so, die hatten das schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Die haben gedacht, weißt du, der Beef mit denen und da war so ein bisschen hin und her, das wäre alles jetzt schon mal längst erledigt, aber scheiße, da sind die wieder. Ja, und jetzt geht das los. Ja. Und die werden von mir gespielt? Genau, also wir haben im Prinzip eine komplette Warband aufgestellt nochmal, also ja, einfach, die spielen auch nochmal mit. Name kommt gleich noch, alle Figuren haben natürlich Namen. Szenario-technisch oder regeltechnisch ist es das Szenario Cold Vengeance, also im Prinzip das einfachste, wo einfach zwei Warbands aufeinandertreffen und man Punkte, sowohl Victory Points als auch Erfahrungspunkte dafür kriegt, dass man Gegner ausschaltet. Und wenn man den gegnerischen Leader ausschaltet, kriegt man richtig dick Punkte. Und ja, darum geht es auch in dem Spiel. Natürlich kommt hier die neue Warband rein und die wollen einfach Rache und wollen alle irgendwie platt machen. Sir Callum Bartlett hat natürlich, also gut, viel zu rauben gibt es bei ihm jetzt gerade nicht, aber der will natürlich nicht, dass welche von seinen Jungs da dran glauben müssen und er selbst schon mal gar nicht, ne? Ja, und deswegen muss er sich jetzt halt verteidigen und versuchen, die irgendwie wieder zu vertreiben, weil er weiß ganz genau, mit Reden ist da nichts mehr. Also da müssen wir gar nicht erst versuchen oder so. Das geht jetzt einfach richtig ab. Und ja, die haben die auch schon, aber das zeigen wir euch, glaube ich, auf dem Spielfeld besser. Ja. So, und da stellen wir jetzt auch hin. Wir zeigen euch jetzt nochmal die Warbands, wo die positioniert sind, gehen über das Spielfeld, zeigen euch die City und dann geht das Game auch schon los. Geil. Ja, hier haben wir Nuke City. Hier sind so ein bisschen die Ableger drumrum. Hier haben wir ein neues Teil, noch nicht ganz fertig, eine kleine Autowerkstatt. Naja, was heißt Autowerkstatt? Ich glaube, die Karre kriegen die nicht mehr fit. Ja, und hier sind so die Ausläufer von der Stadt. Also im Prinzip ist da hinten so richtig das Wasteland. Ne? Sieht man auch, da ist es eher so spärlich bebaut, sage ich mal. Ja, und in der
nicht ganz Mitte der Ortschaft, aber auf jeden Fall der Hauptplatz dieser Ortschaft ist das Atomic Pussy, ein Puff natürlich, klar. Und in der unteren Etage hängen gerade King, Miller und Sergeant Lieutenant ab. Die erholen sich gerade so ein bisschen, weil die waren noch gerade mit den Chicas dran, aber jetzt erstmal eine Runde Pause. Man muss auch dazu sagen, die sind so geil drauf, die haben natürlich für eine Woche den ganzen Puff gemietet. Ne? Ja, sicher. Da kommt kein anderer rein. Also der King hat das klar gemacht. Der ist da direkt rein, erstmal alles klar gemacht. Ja, die sind auf jeden Fall im unteren Stockwerk. Oh, warte mal, Chicas. Und hängen da rum. Chicas machen wir noch. Moment, Jungs. Oh, geil. Habe ich ja schon. Noch ein bisschen zum Flair und... Oh, jetzt schaut mal her, Jungs. So, was da abgeht, ist ja wohl gleich klar. Sie sagt dazu so, oh nein, was geht da ab? Und er hier, er steht mehr so da drauf, wenn die Weiber dann hier so schön hier auf Bondage und so, und er macht sich die jetzt gerade irgendwie so frisch. Ja, geil. So sieht das aus. Ja, was macht der Sergeant Lieutenant da? Ist das eher so ein... Ja, der Alpha-Mutant, der sucht, glaube ich, jetzt in der Ritze von den von der Couch noch was zu essen, weil die haben seit 3 Tagen Party und jetzt ist das Fressen aus und den interessiert das alles gar nicht. Der will einfach jetzt mal irgendwas zu essen haben und der sucht jetzt gleich in den Ritzen. Sehr geil. Ja, das wie gesagt in der unteren Etage, da geht es also noch schön ab. Der King, der findet das geil, der steht da drauf. Ja, und im oberen Stockwerk unseres Hauses ist der Rest der Warband und ja, da gibt es natürlich, also man darf das Geschäft nie außer Acht lassen und so, ne? Deswegen, unten ist Party Party, oben muss natürlich noch ein bisschen was besprochen werden. Da ist Sir Colin Bartlett und bespricht gerade mit Destiny, also mit seinem Lieutenant quasi, ja, wie es jetzt weitergeht, was so die nächsten Schritte sind. Ja, PC hier auch am Start. Und ja, Purity, die Kleine, ist immer da, wo Destiny ist. Die hält sich immer da in der Nähe und will ja auch noch lernen, so über die Abläufe der Karawane und sowas. Der Roboter ist natürlich immer nicht weit, wenn Sir Colin Bartlett da ist. Der steht natürlich hier vorne an der Tür und checkt so ein bisschen die Umgebung ab. Ja, und im Prinzip geht's dann schon los, denn da hinten auf der anderen Seite des Spielfelds ist die gegnerische Warband. Genau, unter Führung von Willy. Willy ist der ehemalige Partner von Sir Colin Bartlett. Ein Hanging Judge. Ein Hanging Judge, der Leader der ganzen Nummer, ausgestattet mit einem Assault Rifle. Und Riot Armor, also das ist die, wo es +1 im Nahkampf und +1 im Fernkampf gibt, also schon eine geile Rüstung eigentlich. Richtig. Dann haben wir hier, ich nenne ihn jetzt mal Egon. Egon, okay. Egon ist ja auch schon eine Elite mit einer Submachine Gun, hat auch die gleiche Rüstung. Von den Skills ist er der Quartermaster, also er hat Gunsmith, das ist erste Gemmed im Spiel, wird ignoriert, weil er halt so ein Waffenspezialist ist. Egal von welcher Reichweite. Und Scavenger ist erstmal nicht so spannend, denn das ist ein Skill, der zwischen den Spielen irgendwie zum Tragen kommt. Die Skills waren vorgegeben, also wir haben den jetzt nicht einfach hier extra schlecht gemacht oder so. Von den Punkten sind wir bei der Warband in etwa so, wie meine auch ist. Dann haben wir hier den First Lieutenant, kann man so sagen. Warden heißt der da, der ist irgendwie genau... Warden hat eins auf Aktivierungswürfe, also der kann hier, wie heißt es? Motivator Skill. Ja. Also wenn ich jemanden aktivieren will, innerhalb von 6 Zoll, kriegt der +1 auf seinen genau auf diesen Test. Ja. Hat auch die gleiche Rüstung wie die beiden, einen auf Nah-, einen auf Fernkampf, Assault Rifle. Nee, nur Submachine Gun. Meine ich ja, ja. Submachine Gun. Genauso der Typ, der hat aber eine schlechte Rüstung. Das genau, ist die eine schlechter. Mesh Armor. Er ist auch nur ein Officer, also das ist ein normaler Rank and File. Genau. Und diese Rüstung kann halt nur auf Fernkampfwaffen einkriegen und Nahkampf hat er seinen normalen Defense-Wert. Genauso er, der hier, er hat aber eine Shotgun. Auch ein Officer. Ja. Ja. Zu der Shotgun ist zu sagen, Reichweite glaube ich 12 Zoll. Muss ich gleich nochmal checken. 12 oder 18. Aber unter 9 Zoll kriegt er 1 auf Stärke, weil natürlich die Streuung dann nicht mehr so groß ist. Und dann haben wir hier noch einen Specialist. Der hat auch nur die normale Rüstung.
Nee, der hat auch die +1/+1, also schon die geile. Als Skills hat er Steady Hands, bringt jetzt nicht so viel beim Flammenwerfer, also +1, wenn er stehen geblieben ist, aber er hat auch noch den Skill Abarmt, den er haben muss, denn dadurch kann er Support Weapons, also Unterstützungswaffen tragen, und eine der Unterstützungswaffen ist ein Flammenwerfer. Und da könnt ihr ruhig die GW-Schablonen nehmen, weil das ist auch das Maß. Genau. Es gibt eine Schablone im Regelbuch sogar zum Ausdrucken, Ausschneiden. Aber ja, es ist das Maß und das Dings, wie die GW-Schablone ist. Von daher geht das wohl in Ordnung. Ja. Ja, und das ist die Warband. Oh, jetzt habe ich den verrückt. Der stand da nicht. Der stand hier. Ja. Also es ist so, ne, die feindliche Warband kommt hier aus dem Wasteland direkt auf den Puff zu. Ja, und dann gucken wir doch mal, wie das läuft. Ich würde sagen, wir würfeln noch, wer anfängt. Ja, ich mache mal hier gerade. Das sehen auch unsere Zuschauer. So. Ich kann ja ein Würfelbrett nehmen. Oh ja, nehmen wir doch ein Würfelbrett. Das ist immer etwas angenehmer. So, hellblau Herr Pfeife mit einer 6, dunkelblau mit einer 6. Also nochmal. 3. 3 und das ist eine 7. Das ist doch gut. Dann fange ich wohl an, das ist sehr gut. Das heißt, du bist jetzt in der Alarmbereitschaft, schreist in die untere Etage, Jungs, hört mal auf mit Party, jetzt geht da irgendwann los, hier der Typ kommt an. Genau. Ja, und jetzt ganz am Anfang machen wir noch ganz kurz was live für euch. Also natürlich ist hier auch das Dach drauf mit dem Dings, aber ich muss ja jetzt hier direkt schon mal spielen mit den Figuren. Und ganz direkt am Anfang live für euch machen wir folgende Aktion. Denn was hast du denn vor? Ich habe vor, hier oben sind ja zwei Türen. Übrigens mit den Etagen, bei diesem Gelände ist es nicht so, dass da Treppen oder so drin sind, aber wir haben ja gesagt, dass man, natürlich ist da eine Treppe drin und man kann auch innerhalb des Hauses von oben nach unten gehen. Ne? 3 Zoll Höhe oder so, da ist halt ein Treppenaufgang irgendwie. Aber ich will noch gar nicht runter, sondern ich will jetzt erstmal oben eine Tür blockieren. Und um diese Tür zu blockieren... Kurzes Zwischenwort. Deli hat recht, aber ich meine zu meinen und zu wissen, dass wir gesagt haben, bei dem Gebäude nicht. Es war doch bei diesem dort, weil das hat keine Treppe nach oben. Stimmt. Okay, ne? Also das hat keine Treppe. Das hat ja eine Treppe, nur das geht halt nur außen. Alles klar, okay. Und dann sind die Bereiche noch ein bisschen mehr getrennt. Ja, ist in Ordnung. Genau, okay. Also vergesst das mit der Treppe. Treppe hier. Genau. Aber als erstes versuche ich zu aktivieren meinen Roboter. Popokatepetl heißt er, ne? Falls ihr das vergessen habt. Und er hat einen Metal-Wert von, ich guck kurz, einen Metal-Wert von 5, wird zu 6 durch Motivator von meiner Lieutenant hier. Ist erfolgreich aktiviert, hat also 2 Aktionen. So, mit der ersten Aktion möchte ich jetzt versuchen, diesen Tisch hier einfach vor die Türe zu schieben. Was? So. Echt? Okay. Hast du ihn aktiviert, erfolgreich? Erfolgreich aktiviert, ich hätte sogar 2 Aktionen. Geil. Und ja, ich habe einen Stärkewert von 5. Da kommt jetzt auch nichts drauf durch meine schwere Waffe oder so, weil was bringt die dem? Er versucht jetzt einfach diesen Tisch darüber zu schieben. Und da ich Stärke 5 habe, würde ich sagen, ne, auf 5 plus schafft er das. Ja, eine 6. Das heißt, mein Roboter geht jetzt hin, schiebt den Tisch schön hier vor. Das ist aber schön scheiße. Und mit seiner zweiten Aktion bewegt er sich und geht direkt hier an die Tür, hinter die Tür. Cool. Er ist also aktiviert. Marker können wir machen. Ja, und jetzt heißt es im Prinzip für mich, also Sir Colin Bartlett sagt das, ran an die Fenster, wir müssen uns hier irgendwie verteidigen. Das heißt ja für mich, wenn ich die Tür nehmen muss, muss ich ja 2 Aktionspunkte erfolgreich schaffen, um da reinzukommen. Zweimal Stärketest, weil erstmal Tür einhauen, dann den Tisch und wegmachen. Dann auch den Tisch irgendwie weg. Boah, eine Scheiße. Aber es ist zum Glück ja 2 Türen. Jetzt machen wir die mal zu, weil Tisch davor, aber Tür auf, ist ja auch ein bisschen kacke. Ja. Genau, das heißt, die Tür ist im Prinzip gut gesichert und wenn du durch die Tür kommen willst, ja, dann komm ran, Junge, kein Problem. Das ist die Idee. Problem, hätte ich ja anders gemacht, weil ist ja näher die Tür, aber egal. Ja, der soll ja schön rankommen. Achso, der soll rankommen, okay. Problem für mich, ich habe nicht so die mega Fernkampfwaffen. Also mein Lieutenant hat einen Rifle, das ist nicht schlecht von der Reichweite. Mein Chef hat, glaube ich, nur 18 Zoll oder so Submachine Gun, ist nicht so geil. Trotzdem aktiviere ich jetzt meinen Chef, erfolgreich. Und ich werde mit
5 Zoll Bewegung. Ja, kommst du locker daran. Komme ich ran, besetzt er das eine Fenster und steht da aber einfach. Also wie gesagt, 16 oder 18 Zoll ist ein Submachine Gun, da komme ich nirgendwo hin. Also er besetzt das eine Fenster, meinen Lieutenant aktiviere ich. Erfolgreich, sie besetzt das zweite Fenster. So, und jetzt muss ich mal eben gucken, das Rifle hat eine Scheiße. Nämlich eine ganz gute Reichweite. Ja. Oha. 30 Zoll. Max Range. Ja, damit schaffst du ja locker was. 30 Zoll ist so. Oh. Echt? Da kommst du gar nicht ran. 30 Zoll, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, ich hätte auch gedacht, du kommst locker irgendwo dran. Krass. Gut, dann macht sie weiter nichts. Man hätte jetzt, geil wäre auf Hold zu gehen und dann gleich zu schießen, sobald jemand in Reichweite kommt, aber geht nicht. Brauche ich 2 Aktionspunkte für den ersten Ort. Richtig. Okay, gut, dann steht sie da auch. Sie, Purity, aktiviere ich nicht erfolgreich mit einer 1. Die hält sich hier einfach bereit und bleibt dann oben stehen. Und damit würde das Spiel rübergehen zum Pfeife. Ja, also wie gesagt, die erste Runde machen wir jetzt hier wieder ausführlich für euch, damit ihr dann nochmal so reinkommt ins Game. Aber ich denke, jeder, der irgendwie Tabletop macht oder 40k generell, wird da ziemlich schnell einsteigen, weil die Regeln sind viel simpler und irgendwie, da muss man nicht so viel erklären. Hier geht es echt mehr so um das spaßige Zocken. Genau, deswegen gibt es dann gleich immer auch zwischen den Runden wieder schön Zusammenfassungen und bisschen Story dabei und so. Ne? Aber wie gesagt, erste Runde machen wir jetzt noch richtig. Ich gebe mal die Pfeife. Ach, die. Ja, genau, die Pfeife gebe ich mal weiter. Pfeife gibt die Pfeife weiter, jo. Okay, hier mein der First Lieutenant hat den Multivator, den Aktivator Multivator. Er motiviert ihn hier mal schön auf seinen Fünferwert. Hätte dadurch jetzt einen Sechser durch Motivator, also auf 4 plus wird er aktiviert. Wird er aber nicht. Nö. Eine Aktion. Also. Geil, eine Aktion. Einmal das Messtool. Move sollte 5 sein. Das sind normale Menschen. Wir haben uns das vorhin alles mal rausgeschrieben. Defense ist 6. Metal ist gleich, ja. 5. Ja. Boah, die haben sogar alle, Moment, sehe ich das? Nee, Metalwert von 5. Ist richtig. Also ist er nicht erfolgreich aktiviert. Okay, er stürmt natürlich nach vorne, weil voll aggro. Und der Chef hat auch gesagt, Jungs, hier kein Erbarmen, nach vorne. Macht hier keine Pipi-Lala-Kacke. Wir machen jetzt fertig. Wir machen jetzt fertig. Voll auf Aggro der Typ hier und das hat er seinen Leuten auch eingebläut. Vor allem, die sind ja schon die ganze Zeit unterwegs gewesen. Die sind durchs halbe Wasteland irgendwie durch, um die zu jagen und mussten immer wieder irgendwie Spuren suchen und so weiter. Ja, die sind einfach total aggressiv drauf. Jetzt sind auch wahrscheinlich ein bisschen ausgehungert, haben seit Tagen irgendwie nichts Richtiges gekriegt. Ja, das Ziel gekriegt. Ist in Sicht, boah. Wenn wir die jetzt noch wegklatschen, dann nehmen dann wir uns ist alles den Kopf und dann machen wir nämlich mal Party. So. Ja, damit bin ich beendet schon wieder meine Runde. Dann ist der Demi dran. Ja, und da kommen wir jetzt, da müssen wir einmal vorsichtig das obere Stockwerk wegsetzen, denn wir müssen jetzt mal versuchen, meine Leute unten zu motivieren, mit der Party aufzuhören und einfach mal uns darauf vorbereiten, dass es hier gleich losgeht. Und da werde ich als erstes aktivieren meinen... Ja, verpisst euch jetzt hier, weil wir haben keine Zeit für euch. Wir müssen jetzt hier mal Party beenden, weil jetzt geht das los. Oh, hier hinten raus. Oh, scheiße, wo kann ich hier? Und weg. Ja, findet der King nicht so geil. Aber wir starten mit meinem Lager, also dem Miller. Der hat ja nur Nahkampf, ne? Hat Metal von 5, also wird auch nur auf 5 plus aktiviert. Wird er. 2 Aktionen. Ja. Erste Aktion, ich gehe hier an die Tür und warte erstmal. Also einfach nur einmal bewegt. Dann aktiviere ich Sergeant Lieutenant. Erfolgreich mit einer 6. So, und er wird mit beiden Aktionen laufen. Aha. Und wird mal durch die Hintertür, 5 Zoll, kommt er etwa bis dort. Die Tür steht ja schon offen, ne? Ja, von innen nach außen egal. Ach so, genau. 5 Zoll, dann noch 2, 3. Dann steht er hier, einfach jetzt auf offener Straße, aber... Der Typ ist eh hart. Wie Sau. Das macht dem nichts. Okay, ja, und dann noch mein King. Letzte Figur. Erfolgreich aktiviert. Denn er hat einen Metal von 5. Auch doppelte Bewegung. Kommt einmal bis vor die Tür.
und dann ungefähr bis hier an den Zaun. Er geht doch erstmal scheißen. Nein, er würde gerne. Aber hat er die Tür wieder abgeschlossen? Keine Zeit. Kostet sich keinen Aktionspreis. Ja, dann klar. Tür zu, abschließen, hier wird alles sicher gemacht. Oh, warum klemmt diese Tür? Die Tür klemmt. Hallo. So, jetzt habe ich's. Okay. Also, Tür ist zu. Tür ist zu. Meine Warband ist komplett durch. Mir fehlt ein Aktivierungsmarker. Ist egal. Hier kommt noch ein Aktivierungsmarker gleich hin. Hier ist eine Kiste mit Aktivierungsmarkern. Oh, eine Kiste mit Aktivierungsmarkern. Geil. Dann nehme ich doch mal einen Aktivierungsmarker aus der Kiste mit Aktivierungsmarkern und lege diesen Aktivierungsmarker hier an den King, damit man sieht, er ist aktiviert. So. Gut, dann kommt hier der nächste dran. Der ist noch in 6 Zoll, will ich wohl meinen. Ja, ist auf jeden Fall. Der Typ mit der Pumpgun, der Eduard. Aktiviert. Hat also doppelte Bewegung. Doppelte Bewegung. Kannst du mal die Cam nehmen? Ja. Hier ein Tool. Ein Tool, geil. Eduard läuft hier lang. 5. Und sagen wir mal bis da. Aktiviert. Ist der noch in 6 Zoll? Nee, wird knapp. Nee, das wird nicht. Okay, schade. Ist ja nicht schlimm. Erste Runde ist halt eh alles noch nicht so wichtig. Richtig. Dann haben wir hier den Dieter. Dieter. Mit dem Flamer. Dieter mit dem Flamer, okay. Oder nenne ich ihn Freddy. Freddy Flamer. Freddy. Freddy Flamer. Freddy wird aktiviert. Nicht. Also nur eine Aktion. Eine Aktion. 5 Zoll. Latscht hier rüber. Da ich aber jetzt sowieso dran bin, weil Daddy alle seine Figuren durch hat, mache ich jetzt weiter. Richtig, einfach fertig. Hier unseren First Lieutenant. Aber aktivieren mussten. Ja, ich muss nur mal gerade gucken. Schade, ist nicht mehr. Aber vielleicht move ich den so, dass er dann gleich wieder in 6 Zoll ist. Genau, also aktivierst du erst ihn. Richtig. Nur eine Aktion, aber das passt ja genauso, wie ich es wollte. Ja. Dadurch, genau, ist er nämlich jetzt um seinen anderen hier, den Warden, auf 4+. Erfolgreich aktiviert. Hätte er gar nicht gebraucht. 2 Bewegungen. 1, 2. Und als letztes Willy. Willy. Erfolgreich aktiviert. Auch doppelte Bewegung. 1, ja. Und der schafft es sogar in Deckung zu kommen. Der ist hier hinten in Deckung. Das heißt, am Ende von Runde 1 hat sich die feindliche Warband, wir haben immer noch keinen Namen. Die Zuschauer merken vielleicht so langsam, dass wir noch gar keinen Namen für die hatten. Er hat sich einfach, weil er eine alte, er hat ein altes Comic von Judge Dredd gefunden und weil er so, er nennt sich einfach der Judge. Der Judge. So heißt auch seine Warband. Die Judges. Die Warband sind die Judges. Yeah. Geil. Ja, die Judges rücken also näher. Hier vorne müssen wir gleich wieder aufs Gebäude die Etagen draufsetzen. Hier vorne hat sich die Bartlett Trading Company so langsam bereit gemacht für den Ansturm. Oder sie sind noch dabei, sage ich mal. Denn Sergeant Lieutenant und King versuchen eine ausgeklügelte Flankenbewegung. Und Miller wartet nur darauf, dass unten jemand in Reichweite kommt, um rauszustürmen und ihn anzugreifen. Oben sind die Fenster besetzt und ich fände es cool, wenn vielleicht jetzt ich anfange, denn dann könnte ich schon mal direkt mit dem Rifle... Hier nochmal geschlossenes Gebäude, dass man auch sieht, dass es sich um den Atomic Pussy Laden handelt. Mega. Come in, das nehmen Sie sich zum Wort. Zu Herzen. Ja, zu Herzen. Haha, Wortspiel, Herzen, kam in. Oh, yeah. Geiler Knaller, Junge. Ja, sicher. Gut, dann würde ich sagen, würfeln wir noch einmal live, wer gleich anfängt. Vorausgesetzt, ich finde meinen Würfel, den ich immer irgendwo hinlege und den dann nicht wiederfinde. Ah, nehmen wir den. Also, dunkelblau, meiner einer und hellblau, Herr Pfeife. 4 und eine 10. Damit fängst du an? Damit fange ich an. Wir spielen jetzt aber einfach mal ein bisschen und sehen uns dann gleich zur Zusammenfassung. We'll be right back.
Ja, wie ihr gesehen habt, hat der Deli angefangen. Was hast du gemacht, Deli? Ja, ein kleines bisschen Panik ist gerade aufgekommen. Ich habe angefangen mit meinem Lieutenant, schön mit der Rifle, sie aktiviert, nicht erfolgreich. Hatte also nur einen Schuss, ohne Konzentration und alles. Habe versucht, auf den Typen hinter dem Baum, glaube ich, zu schießen. Auf jeden Fall habe ich nicht getroffen. Die Waffe nicht gejammt, aber ich habe nicht getroffen. Voll verzogen den Schuss, war nicht so gut. Nee, auf ihn sogar, bevor er aktiviert war. Genau, nicht getroffen, aber nicht gejammt. So, dann ist er nach vorne gerannt, weil ich ja die Aktivierung abgeben musste. Hat dann irgendwas anderes gemacht, nicht erfolgreich aktiviert. Dann war ich wieder dran, habe Colin Bartlett aktiviert, habe burstmäßig auf ihn gefeuert. Hätte nur 5 plus gebraucht zum Treffen, weil er hat sich ja zweifach bewegt, deswegen ein schlechter für mich. Ist genau in Reichweite gewesen. Problem, 3 Schuss mit Burst, erste Schuss, bam, jammed. Ja, aber dann hast du mit der zweiten Aktivierung Also habe ich dann nicht Burst, sondern mit der zweiten Aktivierung einen Jam-Token schon mal weggemacht. Die Waffe ist jetzt also nur noch mit einem Token gejammt. Robotor und Miller unten stehen an den Türen, sind auf Hold, warten also nur darauf, loszustürmen und irgendjemanden zu verprügeln. Sergeant Lieutenant ist rübergerannt zu diesem Waffenhändlerhaus, weil ne, in der Siedlung hier wird viel gedealt und so, klar. Ja, und der hat jetzt schon ein Problem. Die ganzen Einwohner sind nämlich weg, die verstecken sich, weil die kriegen mit, jetzt geht's gleich richtig ab, haben auch schon die ersten Schüsse gehört. Und er steht jetzt schon da. Soll ich jetzt weiter stürmen oder soll ich den geilen Stuff mitnehmen? Weil er ist voll der Waffenfanatiker, der findet das immer geil. Der fand das mit den Weibern auch die ganze Zeit voll langweilig. Ja, wollte nicht so sein. Mal in den Shop und so. Ja, und die haben ihm immer so, nein, gruppenbildende Maßnahme, wir sind jetzt alle hier, wir haben das Ding gemietet, du musst jetzt und so. Ja. Ja, das ist eher seine Welt, aber ja, jetzt weiß er nicht, soll er looten oder soll er jetzt mitkämpfen? Das geht natürlich Sir Colin Bartlett, der das hier aus dem Fenster natürlich alles beobachten kann. Tierisch auf den Sack, weil er guckt ja immer, was machen seine Jungs und so. Und er voll unkonzentriert, schon am Harvesten hier, irgendwie am Wühlen und so. Und er schreit da schon runter, konzentrier dich, Junge, lass die Scheiße da liegen. Und er, aber geile Moon und so, naja. Der King, der ist nicht weit gekommen, hatte nur eine Aktivierung, ne? Also der hat es auch nicht so mit Brennen. Der ist einfach so ein Stück gegangen, Gitarre dabei, runter und direkt so, nö, geil, gemacht. Der findet das cool, der hat auch gar keinen Stress. Der hat zwar hier schon aus dem Augenwinkel den Typen mit der Pumpgun da hinten gesehen, aber Junge, ist der King, hallo, dem passiert sowieso nichts. Nee. Ja, das ja bei mir, ja. Ich habe eigentlich nicht geschossen, ich habe... Oh, einer hatte geschossen bei dir. Einer hatte geschossen? Ja, auf meinen Chef. Irgendeiner hat schon geschossen. Der mit der Shotgun. Richtig, weil wir festgestellt haben, dass die Shotgun total geil ist. Die, eigentlich ist die OP, ne? Ja. Hat noch 2 Zoll mehr Reichweite als eine Submachine Gun, hat eine bessere Stärke und hat sogar Stärke 8, wenn sie auf 9 Zoll oder näher ist. Also, Aber nur ein Schuss. Ja. Und nur ein Gem-Token. Ja. Ja, er hat also auf meinen Leader geschossen. Genau, aber dadurch, dass ich mich bewegt habe, plus schwere Deckung, die der Deli da hat, hinter diesem porösen Fenster. Da ist ja auch die Mauer. Der Typ steht ja nicht direkt nur an dem Fenster, der ist ja ein bisschen... Ja, also auf 3 plus hätte ich getroffen, ich hatte eine 2 oder so, also gar nichts passiert. Das Schrot ist irgendwie so... So, er natürlich also hier mit 2 APs einmal vor, dann 18 Zoll hat geschossen. Hier mein Leader hat erst vorher seinen Aktivierungsbonus auf die anderen natürlich aktiviert. Bevor er gelaufen ist, ist dann auch nur einmal 5 Zoll nach vorne. Hier dieser Rank and File ist zweimal gelaufen und steht jetzt hier an dem Baum, beziehungsweise nicht am Baum, aber so, ein bisschen so in der Sichtlinie. Ja. Mein Judge Dredd Oberhäuptling Pillemann steht jetzt hier hinter. Und der Flamer ist auch nur eine Aktion und nur gelaufen. Ja, und dann kommen wir jetzt mal schon zu Runde 3. Runde 3. Müssen wir einmal würfeln, wer anfängt. Runde 3, hier Runde 3. So. Geil. So, wer fängt an? 9. Oh, 10. Oh, geil. Ja, Runde 3 ist vorbei und eigentlich wollte die Bartlett Trading Company, nachdem sie jetzt ja da so lange schon im Puff da Party machen ist, sich hier gleich an der Eismaschine oder vielleicht sogar beim Eishändler schön aus dem Kühlschrank fresh lecker Eis holen. Problem, da kommen sie gerade nicht zu, denn die Judges kommen näher und näher und die Bartlett Trading Company hart hier aus. Folgendes ist passiert. Der Roboter und Miller sind weiterhin an den
Türen auf Hold und warten auf ihre Gelegenheit. Miller unten, der rastet schon fast aus, der will raus und will jemanden kaputt hauen. Ja, aber hier oben ging es vernünftig weiter. Sir Colin Bartlett aktivierte als erster und erfolgreich, hat seine Waffe entjammt, sehr geil, und hat dann mit seiner zweiten AP, es war nur noch ein Jammmarker drauf, geschossen auf den Typen, der hier ohne Deckung noch in der Mitte stand, hat ihn getroffen, verwundet und ausgeschaltet. Sehr schön, mit Stärke 7, denn er hat einen Large Caliber Submachine Gun gegen Defense 7, hat gut gewürfelt, hat ihn ausgeschaltet. Destiny konnte ihm leider nicht nachziehen, hat nämlich nicht erfolgreich aktiviert, konnte nur unkonzentriert schießen, hat nichts getroffen. Der King ist mit hier hinten in Deckung gelaufen, hatte zwei Aktivierungen, Sergeant Lieutenant hatte nur eine, ist deswegen jetzt noch nicht nach vorne gestürmt, sondern dachte, er wühlt dann nochmal so ein bisschen auf dem Tisch rum und guckt dann, ob er doch nochmal ein paar besondere, weiß ich, vielleicht Hohlspitzgeschosse findet oder so, da fände er geil. Also der ist hier stehen geblieben. Ja, und die Judges sind, wie schon erwähnt, einfach weiter vorgerückt. Diesmal hat sogar der Flamer Guy hier hinten zwei Aktivierungen gekriegt, ist bis an die Barrikade gekommen. Das ist schon verdammt nah. Der Shotgun-Typ hatte nur eine Aktivierung, ist von der Ecke hier rübergelaufen, steht an dieser Ecke. Wir haben das gecheckt. Keine Sichtlinie zu den Leuten im Haus. Durchaus aber Sichtlinie zu Sergeant Lieutenant da hinten. Wobei 21 Zoll sind, die Shotgun hat 18, konnte also jetzt noch nicht wirklich großartig was machen. Oh, sehr geil. Ja, und ansonsten sind die beiden Typen hier so ein bisschen hinter die Deckung gegangen. Also sie stehen nicht an der Deckung, können keine Schwere für sich beanspruchen. Ich glaube, den rechten hier sehe ich nicht mal. Aber der linke, der Officer, ist so dahinter gegangen, dass er hier vorne über die Deckung auf Destiny schießen konnte, hat sie allerdings nicht getroffen. Ne? Schwere Deckung und bewegt und so. Er hier, der Leader, der Judge, hatte keine erfolgreiche Aktivierung, hatte also nur einen AP, ist aber stehen geblieben und hat mit seiner Assault Rifle mit Burst, denn wenn man alle AP in Schießen steckt, bekommt man bei Burst einen zusätzlichen Schuss, hat also zweimal da oben auch in das Haus geschossen, hat versucht Destiny zu killen, hat aber tatsächlich beide Male nicht getroffen, oder? Oder hattest du mich einmal getroffen? Nein. Beide Male nicht getroffen. Das heißt, im Moment läuft es für die Bartlett Trading Company noch ganz gut. Der Gegner ist jetzt relativ nah. Es wird also spannend. Vor allem habe ich ein bisschen Schiss vor dem Flamer Guy hier drüben. Ja, und wir müssen mal gucken, wer zuerst aktiviert. 5 gegen eine 6. Die Bartlett Trading Company fängt wieder an.
ziemlich abgegangen für die Bartlett Trading Company. Und zwar hatte ich ja den ersten Zug, begonnen hat Destiny und sie hat konzentriert auf irgendjemanden geschossen. Genau, auf den Leader, also auf den Judge, hat ihn auch getroffen, hat ihn auch verwundet. Er hat noch einen Lebenspunkt. Er ist hinterher als Reaktion, also als er dann dran war, ist er hier rübergegangen ans Fenster. Er steht jetzt also am Fenster, hatte leider nur eine Aktivierung. Er muss zwar nur auf 2 plus aktivieren, aber hat eine 1 gewürfelt, wie in der Runde vorher auch schon. Echt krass. Ja, und dann ging es weiter beim Pfeife. Ja, oder es ging erst weiter bei mir. Ich weiß nicht mehr genau die Reihenfolge. Auf jeden Fall ist der King hier hinten ans Auto. Wollte dann nachher sich mal den Flamer Guy vornehmen. Sergeant Lieutenant, der hat aktiviert und hat auf den Flamer, welcher stehen geblieben ist, der hatte nämlich nur eine Aktivierung, hat er hier durch, haben wir geguckt, dass er ihn auch sieht, also ne, ihr seht sogar noch teilweise das Base da hinten, er hat den Kopf gesehen, hat sich konzentriert geschossen und hat ihm in den Kopf geschossen und ihn tatsächlich ausgeschaltet, sehr geil. Ja, und weiter ging es, dass der Gegner ein bisschen näher gekommen ist. Er ist hier an die Ecke gegangen, hat geschossen, aber nicht getroffen. Er ist hier vorne an den Reifenstapel gegangen, hat geschossen, nicht getroffen. Das hat Sir Colin Bartlett genutzt und hat burstmäßig in ihn reingehalten. Hat auf 5 schon getroffen, hat ihn tatsächlich 3-mal getroffen, aber schon mit dem ersten Schuss tatsächlich ausgeschaltet. Sehr cool. Ja, und normalerweise wäre es bei 25% so, dass der Gegner vielleicht so einen Fluchttest oder so machen müsste. Weiß ich nicht, die sind natürlich sehr drauf, also haben sie müssen sie nicht, würde ich sagen, oder? Weil die ignorieren das, Junge, die sind echt drauf, die Typen. Hier, der Typ mit der Pumpgun ist hier vorne hingelaufen, sehr gut. Jetzt ist er nämlich nicht mehr im Schussbereich von denen. Wird noch gesehen vom Sergeant Lieutenant, der hier steht, aber auch da hat er sogar Deckung durchs Auto und durch die Teile, die da liegen. Ja, und jetzt gucken wir mal noch, ob er das Gebäude gestürmt kriegt. Also die Idee war natürlich dahinter, die versuchen das Gebäude zu stürmen. Der ein oder andere wird vielleicht sagen, ja, die hätten ja noch ein bisschen mehr über die Flanken oder so, aber die haben halt schon versucht, ziemlich gut die Deckung zu nutzen, nur ich habe jetzt wirklich echt mal richtig gut geschossen. Also im letzten Spiel habe ich immer nie einen verwundet, aber jetzt ging es richtig ab. Ja, und ja. Ich spiele auch wirklich so, um dich echt zu schwächen, weil das ist ja auch für mich ein Vorteil, wenn du nicht mit so fetten Sachen in die nächste Runde gehst, aber das ist schwierig, weil ja. Da deine Pussy-Aktion in dem Haus, aber würde ich an deiner Stelle auch so machen, mit dieser schweren Deckungsscheiße, ist schon echt schwierig. Also, du hast geile Sicht über alles und eine schwere Deckung. Und ich muss mich immer noch bewegen. Das heißt, also, du kannst ja eigentlich immer doppelte Aktionen auf konzentrieren und schießen machen und sowas. Ich muss mir immer überlegen, schieße ich jetzt oder gehe ich erstmal noch nach vorne, um in Reichweite zu kommen? Ist schon schwierig. Ja. Ja, und was halt noch ist, hier Miller hier unten, der rappelt schon die ganze Zeit an der Tür. Der will jetzt endlich raus und irgendwie mal auch mal einen hauen. Gucken wir mal, ob er das jetzt in dieser Runde schafft. Wäre sehr geil. Wir sind auf jeden Fall am Ende von Runde 4. Wir räumen gleich hier ein bisschen auf, machen die Marker weg und gucken jetzt noch eben, wer anfängt in der kommenden Runde. Da liegt von mir hier eine 1. Oh, okay. Und von den Judges eine 6. Das heißt, diesmal fangen die Judges an. Gucken wir doch mal, wie das läuft, Jürgen. Jo.
die Zusammenfassung. Ja, mein erster Judge Dredd-Typ, der Leader, hat erfolgreich das Fenster eingeschlagen und ist dort an das Fenster mit der Sicht auf den Puff. Konnte aber nichts mehr machen, weil zwei Aktionen, einmal Fenster eintreten, dann bis zu dem Fenster laufen. Da wurde dann mit Destiny drauf geschossen. Die hat aber, würde sonst treffen auf eine 5. Dadurch, dass ich zweimal gelaufen bin, einmal reinklettern, einmal in dem Haus laufen, quasi nur noch auf 6. Und weil es schwere Deckung ist, auf 7, 8 plus hätte sie getroffen, hat sie aber nicht geschafft. Konzentrieren ging diese Runde nicht, weil nicht erfolgreich aktiviert, deswegen nur auf 8 plus und war nix. Dann ist der Roboter vom Deli, hat den Befehl bekommen von Sir Colin Bartlett, Junge, geh mal runter, weil, das seht ihr hier, mein Typ mit der Pumpgun, wo ihr wisst, auf unter 9 Zoll, macht hier richtig Palaver, hat es geschafft, bis ans Fenster ranzukommen. Und hier an der Tür stand der, wie hieß er nochmal? Miller. Miller. Und hat es nur noch klären gehört auf der linken Seite und hat dann nur noch mit einer Sache aktiviert und hat sich gedacht, boah, scheiße, Junge, ich habe gar keine Sachen zum Schießen oder irgendwas. Ich kann jetzt auch nicht in Nahkampf, weil, wie soll ich das machen? Also, hat er sich schön hier verpisst in einem Schrank und sucht jetzt Deckung. Hat jetzt leichte Deckung und hofft natürlich in der nächsten Runde auf zwei Aktionen. Ja, und dann zu chargen, ne? Vor allem auch am besten vor dem Shotgun-Typen dran zu sein. Ja. Hier draußen noch? Ja, ich wollte noch eben erzählen. Okay. Also der hat ja die Tür weggeboxt. Purity hat zwei Aktionen benutzt. Einmal zu der Tür gelaufen, mit der anderen hat sie wieder die Deckung zugemacht, weil die Tür war aufgeklappt und das wäre dann halt kack gewesen, hat sie da wieder die Tür zugemacht. Dann hier der Alpha-Mutant, der Lieutenant Sergeant, ist von hier bis darüber gespurtet an die Karre. Der King, auch zwei Aktionen, ist jetzt hier an der Karre und macht da Party. Dann hat Sir Colin Bartlett, der Penner, macht diese Runde richtig Action, was er sonst nie geschafft hat, hat jetzt hier meinen Officer weggeknallt. Ja, also Warden, also schon so ein Elite-Typen. Wie ja, wieder Elite. Das heißt, du hast jetzt, glaube ich, schon, wie viel hat der weggeballert? Zwei Stück hat er, Destiny hat einen und Alpha-Lieutenant. Der Sergeant-Lieutenant, der hat auch der den Flamer. Oh, Junge, das heißt, ich habe jetzt nur noch zwei Leute. Das ist der Captain von der ganzen Nummer, der Leader und hier mein Shotgun-Typ. Das sieht, ja, sieht nicht gut aus für die Judges, aber die Position, in der du bist, ist gut. Also dein Typ steht am Fenster, hat jetzt eine relativ gute Schussposition und dein Shotgun-Typ, der hat sogar eine sehr geile Position. Also wenn du jetzt anfängst, vor allem du hast echt Optionen. Du könntest das mit dem Miller machen und was ich gerade gesehen habe, war gar nicht so geil bewegt von mir mit dem Sergeant Lieutenant. Mit zwei Aktionen könntest du auch hingehen und dem einfach mal das Schrotgewehr in die Fresse halten. Stimmt. Das ist nicht gut. Naja, wer fängt denn an? Mal, genau. Oh. Bei meinem Glück werde ich jetzt eine 2 oder 1 würfeln. Kippe. Tatsächlich, ja. Oh, ich fange an. Hohoho. Ja, was jetzt passiert, Jungs? Der hat mir fast die ganze Armee ausgeknipst. Junge, jetzt reiße ich dir den Arsch auf. Jetzt kriegst du Schrot in den Arsch. Wer aktiviert denn zuerst? Das könntest du ja noch live machen. Nee, das muss ich mir jetzt erstmal überlegen. Ach so, erstmal überlegen. Hier wollte er mich schon unter Druck bringen, dass ich hier noch Fehler mache. Einfach mal irgendwas machen. Ja, das mache ich jetzt auch. Und das werdet ihr auch gleich in der Zusammenfassung sehen. Tschö! Runde 5 ist zu Ende und ein bisschen was ist passiert. Der Pfeife hat mit seinen Judges angefangen und hat einfach mal gezockt, hat angefangen mit seinem Shotgun-Typen, hat gewürfelt, ja, und hat ihn dann nicht erfolgreich aktivieren können. Jetzt war die Frage, was machen? Er hätte vielleicht weglaufen können, er hätte einmal auf Miller in dem Haus schießen können, hätte aber nur auf 6 oder 7 oder so getroffen. Er konnte also nicht viel machen und er hat sich dafür entschieden, das Fenster aufzubrechen und schon mal das Haus ein bisschen zu stürmen, da reinzugehen. Hat den Stärketest nicht geschafft, ja, und dann stand er da. Miller hat das voll ausgenutzt, erfolgreich aktiviert, ist durch die Tür gestürmt, hat die Tür aufgetreten wie so ein Irren,
Voll raus, stand dann hier vorne direkt an der Tür, ist gecharged, hatte eine Attacke, hat ihn direkt getroffen, hat ihn voll weggematcht. Ja, und während dann die Axt noch im Schädel vom Shotgun-Typen steckte, hat der Chef, der an diesem Fenster ist, angelegt und burstmäßig voll in Miller geschossen. Dreimal getroffen, schon mit dem ersten Schuss ihn getötet. Ja, und Miller liegt jetzt da, Junge. Ja, weiterhin, mein Roboter ist ein bisschen vorgerückt. Sergeant Lieutenant und King sind hier hinten weiter vorgerückt. Colin Bartlett, wie er es nun mal macht, er ist mit seiner Waffe nicht in Reichweite, dachte, ich habe jetzt auch schon genug abgeknallt, ist ein bisschen vom Fenster weggegangen, weil er jetzt nämlich Schiss hat von dem Typen da, der in perfekter Feuerposition ist, getroffen zu werden. Ja, und Destiny, die sollte es richten und auch noch den letzten Lebenspunkt von dem Judge nehmen, hat sich konzentriert, angelegt, geschossen und gejammt. Und jetzt steht sie da mit einer gejammten Waffe. Purity ist hier hinter der Tür geblieben, die hat von Destiny die Anweisung gekriegt, hey, bleib mal schön hier, Kleine, so, du machst hier gerade eh nichts, ne, kein Risiko eingehen. Ja, das heißt, nur noch der Judge himself steht und wir sind am Beginn von Runde 6, richtig? Nee, beginnen jetzt von Runde 7. Oh, Beginn von Runde 7, das heißt, wir zocken es aus, oder? Wir gucken, ob der Judge es noch schafft. Der ist ja keine Pussy, ne? Ja, Junge, jetzt hat er Blut geleckt. Oh, fängt's an. Ich fange an. Sehr cool. Ja, dann gucke ich doch mal, in welcher Reihenfolge ich hier was mache und wie ich den Judge da aus dem Haus kriege. Leider habe ich keinen Flamer. Das wäre jetzt geil. Ein Rotor. Habe ich aber nicht. Okay. Sind die nicht bei 40k, Junge? Nee. Kein Cyborg mit Flamer und... Oh, ja, genau. Geil, Junge. Nein, nicht geil. Viel geiler, der braucht sowas gar nicht. Der hat einen Bohrer. Ja. In das Schloss. Direkt durch das Fenster einfach der durch. Hat so extra, also der hat den fetten großen Bohrer, den Schneckenbohrer, aber wenn er ins Schloss will, dann kommt vorne so ein ganz kleines Millimeterbohrer und dann macht er nur so. Anstatt die Tür einzutreten, die eigene da oben, nein, er versucht das dann aufs Dach. In der Programmroutine ist das so vorgesehen, oh, Schloss, direkt den kleinen Bohrer auch so, raus. Überhaupt nicht auf leise, einfach irgendwie, weil da knarzt ja alles Holz und so. Naja. Gut, weiter geht's. Ja, Runde 7 ist zu Ende. Herr Pfeiffer hat den Würfel gewechselt, weil irgendwie würfelt er damit ständig nur Einsen. Also er hat heute echt mega Pech, einmal beim Verteidigen, so Stärkewerte und so. Jetzt aber auch wieder sein Leader nicht erfolgreich aktiviert. Echt nur bei der Aktivierung, glaube ich, schon eine 1 gewürfelt. Dann, naja, komm, burstmäßig trotzdem 2 Schuss auf den King, der vorhin ja noch hier mitten auf der Straße stand. Er hätte auch 4 getroffen. Erster Schuss, Klick 1, Waffe gejammt. Yeah, mega. Läuft super für mich. Ja. Bei mir, hier oben, die beiden sind stehen geblieben. Destiny hat die Waffe klar gemacht, hat aber unkonzentriert auf den Leader geschossen, nicht getroffen, weil nur auf 7+. Roboto hatte nur eine Aktion, steht jetzt am Auto. King und Sergeant Lieutenant hatten 2, sind von der Straße runter und näher gekommen, wollen vielleicht gleich das Haus stürmen. Ja, und mehr war hier nicht. Und wir begeben uns damit jetzt in die letzte Runde, in Runde 8. Und gucken mal, wo mein Würfel ist. Da, wo deine Hand ist. Hier, okay. Wer fängt denn an? Eine 5. Eine 5 gegen eine 8. Ich fange an. Okay. Schon wieder da, eine mega kurze letzte Runde. Das Einzige, was im Prinzip noch ging, also der Judge hat ja eine gejammte Waffe, das heißt, er hätte eh nichts mehr machen können, nur noch 2 Aktionen Waffe entjammen. Deswegen wäre er eben nur in Deckung gegangen. Aber da ich angefangen habe, habe ich das Einzige noch gemacht, was mir was bringt. Denn alle hier, also mein Roboter hätte nicht durchs Fenster chargen können, die wären zwar näher rangekommen, hätten aber nicht mehr darauf ihn schießen können, wirklich. Jetzt versuchen können, mit seinem Lieutenant hier rüber, aber nicht wirklich. Wäre alles nichts geworden. Deswegen das Einzige, was Sinn machte, war noch... Destiny zu aktivieren, habe ich erfolgreich geschafft und konnte so konzentriert durch das Fenster schießen. Hab getroffen, hab dann sogar eine 8 gewürfelt. Ich hatte Stärke 8 gegen Defense 7. Hab sogar eine 8 gewürfelt, ja, und dann legt der Pfeife hier eine 10 hin, Junge, ein Crit. Also habe ich ihn nicht verwundet. Damit ist im Prinzip das Spiel vorbei. Die Judges sind bis auf den Judge selbst komplett out of action. Wir müssen jetzt nach dem Spiel natürlich noch gucken, wer tatsächlich stirbt und wie das so ist. Genauso wie bei mir, denn auch Miller ist out of action. Ja, ansonsten 8 Runden. Ziemlich geiles, intensives Spiel, finde ich. Also wenn man
einfach mal dieses Standardspiel Warband gegen Warband macht, dann kann man einfach mal echt so zocken. Was uns halt echt aufgefallen ist, ist, wenn jemand so eine Verteidigungsposition hat im Haus, also normalerweise hätte ich mich ja auch 6 Zoll von der Kante aufgestellt, aber bei der Mission Little Slice of Heaven hat man tatsächlich so eine Aufstellung, dass man ein zentrales Gebäude verteidigt. Das ist schon richtig hart für den Angreifer. Also da irgendwie ranzukommen und ja einfach mal überhaupt ranzukommen und nicht abgeknallt zu werden, ist schon echt heftig. Weil ihr seht das, die liegen hier alle, Junge. Die liegen hier. Er liegt hier. Der Typ, ja gut, Miller liegt da auch. Ein anderes Thema. Das mit, oh, hier liegt noch einer. Das mit dem Haus war nochmal sehr geil. Da sieht man ihn. Oh yeah. Ja. Ansonsten würde ich sagen, machen wir die Nachgame-Nummer. Also wer ins Wasteland geht, was mit Miller geschehen ist, was mit den Judges passiert ist. Genau. Machen wir nochmal ein bisschen Story, bauen die Kamera und alles auf und dann machen wir das gleich nochmal en Detail. Jo, kommen wir zu den Zwischenleveln-Aktionen. XP-Punkte haben wir gerade schon mal gecheckt. Bei mir bekommt nur der Leader 2 Punkte fürs Teilnehmen und 1, weil er den Miller abgeschossen hat, ihn hier. Aber der Deli hat gut abgeräumt. Ja. Alle anderen hier kriegen trotzdem, sofern sie überleben, 2 Punkte, weil sie teilgenommen haben. Richtig, ja. Bei mir bekommen, sofern Miller überlebt, Miller, Destiny und Sergeant Lieutenant jeweils 3, 2 für Teilnehmen jeweils und 1, weil sie jeweils einen gekillt haben. Er hier, sie und der King bekommen nur 2 fürs Teilnehmen. Bartlett hat abgeräumt, denn er kriegt 2 fürs Teilnehmen. 2, weil er der Warband-Leader der Gewinnerseite ist. Und nochmal 2, weil er 2 Leute abgeknallt hat, also 6 XP. Da werden einige aufsteigen diesmal bei mir. Gucken wir aber gleich, denn vorher geht es darum, wer denn tatsächlich stirbt oder wer nicht. Denn die Modelle sind, wenn sie ja im Spiel verwundet werden, erstmal nur out of action, also ausgeschaltet. Aber jetzt gucken wir, was mit ihnen passiert. Und naja, vielleicht gibt es ja auch einen Bonus oder eine geile Kriegsnamen oder so. Bei Miller wäre das geil. Okay, machen wir zuerst die Judges. Ja, fangen wir hier mit dem Normalen an. Ja, der normale Officer erstmal. Der Officer, genau. Ein W10 für den Survival Table. 7. Eine 7. 7 bis 9 ist Close Call, es ist nichts passiert. Also nochmal Glück gehabt, der ist ganz normal wieder in der Warband. Fällt auch nicht aus. Sergeant Lieutenant hier. Ja, das ist der Quartermaster und auch gleichzeitig der Waffenschmied. Oh, 2 schlecht. Schwer verwundet. Das Modell hat eine ganz schlimme Verletzung erlitten. Es muss 2-mal auf dem Injury Table würfen. Injury Table ist ein W20. Und dort, hier ist ein W20. Guck mal. Ja, 2-mal drauf würfeln. Oh, die 1. Junge. Die 1 ist bestimmt Kopf ab. Gibt es nicht, denn man muss tatsächlich 2 W10 nehmen statt 1 W20. Ah, ja. Das ist ja gelb. Verrückt? Ja, verrückt. Wo ist denn der zweite W10er? Weiß ich nicht. Hier. Oh, der Pfeife macht hier ein bisschen Stress, bisschen Terror. So, 2 W10. Erste Ergebnis. Ist eine 13. Die 13 ist Reckless. Das Modell bekommt die Frenzied generelle Fähigkeit. Frenzied ist, glaube ich, dass man würfeln muss und entweder ist er dumm oder in Rage. Also so voll auf durchgedreht irre. Also das ist jetzt halt einen kleinen Tick. Das ist das erste. Und zweite, weil du musst ja nochmal drauf würfeln. Bis wie viel geht die Liste? Bis 20. Dann eine 13. 3. Nee, das ist doch eine 10. Ach ja, stimmt, ist ja eine 10. Die 13 ist. Nee, Moment, 13 hattest du gerade schon. Also neu würfeln. Das ist ja doppelt dumm. Voll dumm. Ja, nee, das geht nicht. Also keine Sachen doppelt. Okay, 8. Die 8, Insensible. Das Modell bekommt die generelle Fähigkeit Soft-Bellied. Also das ist so ein bisschen Weichei-mäßig. Ich glaube, dadurch gibt es Abzüge auf Überlebenstests oder so. Oh, wäre geil. Voll durchgedreht, aber eigentlich ein Weichei. Ja, genau. Also er ist jetzt Frenzied und Soft-Bellied, aber ansonsten wieder normal in der Warband dabei. Der setzt jetzt nicht irgendwie aus oder so. Der ist einfach wieder normal am Start. Der Pump-Action-Typ. Pump-Action ist auch ein normaler Officer. Eine 3. Eine 3 ist schwer verwundet, 1-mal auf der verwundeten Tabelle würfeln. Also wieder die 2 W10.
16. 16 ist Gaping Wound. Okay, das ist eine Wunde, die sich nicht vernünftig schließt oder so. Das Modell bekommt einen Abzug von minus 1 auf seinen Defense-Stat. Also permanent hat das Ding jetzt nur noch Defense 5, dieser Officer mit der Shotgun, ne? Ja. Defense geht runter auf 5. Okay, aber ansonsten ist er normal mit dabei, kann auch gleich ins Wasteland gehen oder so, alles gut. Specialist mit dem Flamer. Oh ja. Erstmal ein W10. Ach ja, stimmt. Hoffentlich keine 1. Nein, eine 6. 6 ist banged up. Der kann, also der wurde ziemlich gut zusammengevermöbelt, hat wahrscheinlich ganz viel Schrapnell abgekriegt und so. Aber er wird sich schon vollständig erholen. Genau, im nächsten Spiel minus 1 auf alle Würfelwürfe im Spiel. Aber ansonsten normal dabei. Okay. Und der nächste ist auch. Ja, das ist der Warden. Das ist der zweithöchste. Eine 4. Eine 4. Einmal auf dem Injury-Table würfeln. Eine 6. Also 6, ja. Oh, schade. 5 wäre gefangen. Dann hätte ich ihn gefangen genommen. 6 ist Handverletzung. Das Modell bekommt permanent minus 1 auf Ranged. Oh. Das ist nicht so schön. Nee. Also hat er jetzt Ranged 4, ebenso wie normale Rank-and-Files quasi. Aber auch er hat... Ansonsten, naja, bleibende Schäden haben sie fast alle, aber alle können theoretisch gleich ins Wasteland gehen und da abräumen oder so. Gut, aber jetzt wird's spannend, Junge. Miller, was kommt. Ist los? Eine 6. Einmal 6 ist minus 1 in allen Runden. Auf alle Würfe in den nächsten, im nächsten Spiel. Ja, XP-mäßig hatten wir ja gerade schon gesagt, wie es aussieht. Da muss ich jetzt einmal gucken. Bei mir werden nämlich dieses Mal. Der Bartlett, der hatte 7 aus dem letzten Spiel, bekommt 6 dazu, hat also jetzt 13 XP. Er wird einmal aufsteigen. King hatte 2, bekommt ganze 2. Moment. Ja, bekommt ganze 2 dazu, hat jetzt 4, wird noch nicht aufsteigen. Sergeant Lieutenant hatte 4, bekommt hinzu 3, ist damit bei 5, 6, 7. Damit kann er genau einmal aufsteigen. Miller hatte schon 4, bekommt 3 dazu, ist bei 7, wird einmal aufsteigen, ist ja nur ein normaler Rank-and-File. Purity hatte 4, bekommt 2 dazu, ist jetzt bei 6, aber als Rank-and-File kann man schon mit 5 aufsteigen, also steigt auch sie einmal auf. Mein Roboter, Robogate Betel, hatte 5, bekommt 2 dazu, ist bei 7, er ist ein Söldner, zählt damit als Elite. Und ein Elite braucht 7 oder mehr zum Aufsteigen. Also auch er steigt einmal auf. Destiny, mein Lieutenant, ist Elite. Hatte schon 4, bekommt 3 dazu. 1, 2, 3 ist bei 7 und kann mit 7 auch genau einmal aufsteigen. Oh, also bis auf King, dem Versager, steigen hier alle einmal auf. Das sieht jetzt hier alles schmierig aus. Aber es wird natürlich dann auf Schick übertragen in die... Liste. Geile Liste und dann läuft das auch wieder. Okay, wie genau das jetzt beim Aufsteigen ist und welche Stats und so, okay, könnten wir eigentlich auch direkt machen, ist ja für euch vielleicht ganz cool zum Sehen. Beim Aufsteigen würfelt man ein W10, hier ist die Liste, und ja, bei also plus ein Melee oder plus ein Stärke, ich darf aussuchen was, aber hier jetzt erstmal der W10, da darf ich nichts aussuchen. Dann fangen wir doch mal an mit dem Roboter, Borokatepetl. Der W10 ist eine 6. 6 ist plus ein Move oder plus ein Ranged. Ranged-Waffen hat er nicht, bekommt plus ein Move. Das kommt ihm, glaube ich, recht gelegen. Das ist geil. Dann Miller. Muss mal Miller da. Der W10 ist eine 5. 3 bis 5 plus ein Melee oder plus ein Stärke. Ja, geil. Ja. Er hat sowieso schon Stärke 8, weil auch wenn er nicht so aussieht, der ist ja schon alles. Deswegen glaube ich nämlich plus 1 auf Melee, dann trifft er nämlich besser. Obwohl er hat auch schon Melee 6. Ja, weil Melee 7 ist schon fett. Melee 7 ist geil. Ja, okay, also plus 1 Melee. Purity war noch. Doch, auch sie steigt genau auf. 9 ist plus ein Defense oder plus ein Lebenspunkt. Fett. Oh, da würde ich natürlich den Lebenspunkt nehmen. Ja. Ja, ich überlege gerade, ob ich irgendwie aus Fluffgründen das. Beides ist nicht so passend für sie. Also plus Defense ist nicht passend und plus Runde ist auch nicht passend. Defense kannst du eher darstellen, weil sie jetzt einen besseren Helm gefunden hat oder sowas.
Ja, mache ich das, weil die ist nicht so die mega zähe irgendwas. Also, ja, plus ein Wunde wäre sicher das Krassere, aber ich nehme plus ein Defense. Ist auch nicht schlecht, denn mit Mesh Armor und diesem Ding hat sie jetzt bei Beschuss Defense 8. Das ist gar nicht mal schlecht. Okay, dann haben wir Destiny. Hat eine 4, 3 bis 5 plus ein Melee oder plus ein Stärke. Beides nicht so geil. Melee nehmen. Ja, damit, falls sie mal angegriffen wird, sich besser verteidigen kann vielleicht. Der King darf noch nicht aufsteigen. Mein Sergeant Lieutenant darf aber. Denn, richtig, er hatte 7. Eine 1. Choose a skill or mutation. Ich darf mir einen Skill oder eine Mutation aussuchen. Geil. Sehr geil. Was machst du? Er hat bisher den Skill Field Strip, dass er seine Waffe besser reparieren kann. Und die Mutation ist ja völlig Banane bei ihm, wenn er stirbt, weil sein Blut zu ätzend ist. Wenn er stirbt, dann bekommen platzt die... Platzt er, ne? Genau, dann platzt er und alle in, ich glaube, 13 Umkreis kriegen Stärke 7 Treffer. Sehr fett. Lustiger wäre eigentlich Mutation. Ist ein Mutant. Ja, also er kriegt eine Mutation dazu. Und da ich jetzt diese Figur nicht großartig umbauen kann, werde ich keine äußerliche nehmen, sonst kriegt er vielleicht Scherenhände oder irgendwas, sondern wir nehmen eine innere und eine innere Mutation, da gucke ich mal kurz. Eine innere Mutation? Ja, also psychische Mutation gibt es nicht, physische Mutation nicht, sondern Hidden Mutations, also versteckte Mutation. Da gibt es die zwei Tabellen mit einem W6, entweder offensive oder defensive. Bisher habe ich Caustic Blood, das ist die 5 bei defensiv. Machen wir mal das offensive, vielleicht kann er ja Säure spucken oder so, wäre doch lustig. Ja, musst du nicht würfeln? Weil nee, ich kann D6. Auch, ob die, ja, ja, aber ich kann erstmal die Tabelle aussuchen, so, ob ich die offensive oder defensive nehme. Ja, machen wir mal die Offensive, weil eins auf der Defensiven habe ich schon. W6 ist die 1, Flammenatem. Oh, das passt geil. Das hört sich sehr geil an. Stärke 4, Ranged Attack mit der Flammenschablone. Ah, okay, und das kann ich nur einmal verwenden. Wenn ich das nochmal verwenden will, muss ich erstmal einen Stärketest am Anfang meiner Aktivierung schaffen. Zählt nicht als Aktivierung. Und ja, oh geil, und dann könnte man das, sofern man den Stärketest schafft, einmal pro Aktivierung einsetzen, ohne dass es einen Aktionspunkt kostet. Oh, fett. Also wenn er nah rankommt, ist das jetzt voll der komische, weiße Blut ätzend, der spuckt auch noch irgendwelche Flammen. Ist aber geil, weil dann geil. Ist er auch gleichzeitig jetzt so ein Nahkampftyp. Irgendwie. Sehr cool. Gut, das heißt, er hat Flammenatem. Flame Breath. Okay, das war mein Sergeant Lieutenant. Dann haben wir noch Sir Colonel Bartlett. Ja, jetzt habe ich die Tabelle natürlich nicht mehr hier. Sir Colonel Bartlett würfelt seinen W10 bei Advancement. Eine 3. 3 ist plus ein Melee oder plus ein Stärke. In beiden ist er schon relativ gut. Ich denke, ich nehme aber plus ein Melee, weil mit seinem Degen in dem Schirm drin und so, das passt ganz gut, damit kann er gut umgehen. Ich würde ihm gerne irgendwann auch noch dieses Mastercrafted Upgrade kaufen, damit er seine Nahkampfwürfe wiederholen kann. Dann ist es bei ihm nämlich ziemlich garantiert, dass er immer trifft. Das finde ich gut. Also plus ein Melee. Ja, damit sind alle bei mir aufgestiegen und alles ist fertig. Hier drüben ist noch niemand aufgestiegen, ja, haben ja nicht viel XP bekommen. Und ja, wir machen einen kurzen Cut und überlegen mal, wen wir denn jetzt ins Wasteland schicken, um ein bisschen Geld zu sammeln. Jo, kommen wir zum Wasteland. Was mischst du genau oben? Die Karten, die noch nicht benutzt sind. Okay, gut. Also die anderen Karten, weil die schon gezogen sind im letzten Spiel, die sind ja raus vom Kartendeck. Genau, ne, damit man nicht ständig alles doppelt haben kann, damit ich nicht schon wieder einen Roboter finden kann oder so zum Beispiel. Und ja, aber wie beim letzten Mal auch, Karten werden gezogen. Ich fange an, weil ich das Spiel gewonnen habe. Ich darf zwei Karten wiederholen, wenn ich das möchte. Die Karten werden zugewiesen. Zahlenkarten sind mal 3, so viel Münzen kriegt man. Und alle Karten, die irgendwie Wildkarten sind,
da passiert irgendwas Besonderes, ein Event, man findet was oder was auch immer. Das schauen wir dann gleich in der Liste nach. Aber erstmal ziehen. Der King fängt an, denn er will in die Bar, Junge. Okay, fett. Geht nicht in die Bar, aber er wird 30 Münzen. Ja, ist ja auch klar, ist der King, der verdient 30 Münzen. Wahrscheinlich auch wieder durch Saufspiele und Armdrücken, klar. Okay, ja, die Karte ziehe ich natürlich nicht neu, die ist geil. Meine Kleine, Purity. Oh, die Herzdame. Herzdame, was passiert da? Herzdame ist Queen of Hearts. Turret Defense, also Turmverteidigung. Das Modell findet einen Pre-Fall-Kampfpanzer, also einen Kampfpanzer von vor dem Fall, was immer noch ein funktionierendes Selbstschuss, also ein Verteidigungssystem hat, ein automatisiertes. Mein Modell muss einen Agilitätstest schaffen, das geht auf den Metal-Wert, also auf 5 plus bei mir, um den Schüssen quasi auszuweichen. Wenn ich das schaffe, dann komme ich da durch, weiche aus, kann die Waffe deaktivieren und darf eine Minigun zu meinem Inventar für lau mit dazu packen. Wenn ich faile, dann wird mein Modell beschossen und der andere Spieler darf 2 Ranged Shots gegen das Modell machen mit Ranged 4 und Stärke 6. Alle Feuermodifikatoren werden ignoriert. Ich kann aber maximal einmal gewundet werden. Ja gut, ich habe auch nur einen Lebenspunkt. Ich könnte das ignorieren, würde einfach ein bisschen Munition finden und würde 10 Münzen dafür kriegen. Ehrlich gesagt, also ich möchte keine Minigun haben, sondern würde die Van sowieso noch verkaufen. Eine Minigun gibt dann aber im Verkauf halbe Preis, weiß ich nicht, 8 Münzen, ja, 7 oder 8 Münzen bringt mir nichts. Nee, 30 kostet die. 30, die wird dann 15. 15. Also entweder würdest du ja 10 nehmen oder versuchen und dann... Und dann kriege ich 15, aber werde vielleicht abgeknallt. Oder ich ziehe die Karte sogar neu, obwohl es eine Bildkarte ist. Kannst du auch machen. Ich glaube, das mache ich. Ich möchte die Karte neu ziehen, weil ich möchte sie dem Feuer nicht aussetzen. Minigun will ich eh nicht haben. Okay. Ziehe ich die Karte neu. Also die Herzdame ist weg. Wir können sie ja im Moment da liegen lassen. Ja. Nächste Karte drauf. Ja, kriege ich 6 Münzen. Geil. Denn eine Karte, die man neu gezogen hat, ist wie beim Reroll. Nicht nochmal ziehen. Gut, kriege ich halt 6 Münzen. Und nicht, dass ihr denkt hier nur... Also ich habe auch echt gemischt, aber der Bro, der hat das gesehen. Ja, bei sowas ist der auch penibel, also da wird er mich nicht so... Nee, nee. Also, hier. So, Miller, Junge. Oh, das okay, geht. Die ziehe ich auch nicht neu, das ist in Ordnung. 24 Münzen, die nehme ich. Und Sergeant Lieutenant, oh Junge. Ziehe ich auch nicht neu. Also nicht die fetten Events diesmal am Start, aber das macht nichts. Denn ich bekomme 30, 60, 84, 90 Münzen. 90 Münzen einfach mal so. Und das ist fett. Meine Warband kostet ja keinen Unterhalt. Noch dieses und das nächste Spiel nicht. Ich kriege einfach mal so 90 Münzen und jeder ist aufgestiegen. Das ist jetzt nicht der schlechteste Deal. Nicht das schlechteste, was passieren kann. Ja, was passiert denn hier? Die Judges hier. Ich habe verloren, ich darf nicht neu ziehen, ich muss das nehmen, was hier ist. Oh, der Joker. Ja, okay, jetzt würfel mal mit dem W6, ob es der dunkle oder also der schwarze oder der rote ist. Ungerade ist der schwarze. Es ist der schwarze. Black Joker. Monsterjagd. Das Modell wird von durch irgendeinen Kontakt angesprochen mit einem lukrativen Jobangebot. Wenn das Modell akzeptiert, dann wird das Modell in eine andere Peacekeeper Warband eingeladen, die nämlich einen großen, gefährlichen Mutanten jagen wollen. Das Modell muss einen Survival-Test machen, also um zu gucken, ob es die Mission überlebt, wenn es da mitgeht. Wenn es das schafft, Survival-Test aber gegen 12. Aber wenn es das schafft, dann ist... Moment... Okay, dann bekommt das Modell einen Anteil der Beute, weil die es schaffen, diese fette Kreatur zu fangen. Die bekommen 70 Münzen. Also das Modell bekommt 70 Münzen, wäre sein Anteil. Wenn es failt, dann kommt der Mutant weg, aber vorher spießt er noch einen auf. Und um zu gucken, ob er das ist, müsste er dann auf dem Survival Table würfeln. Wenn er es nicht schafft, ist er halt tot. Er kann das alles ignorieren. Und würde dann nämlich einfach so ein bisschen plündern und sammeln gehen, hat dabei ein bisschen Glück, findet eine alte Autogarage, sehr geil, also ein altes hier, wie heißt das, so Werkstatt oder sowas,
Ja, und da findet er ein paar Teile von einem Auto und die wären 20 Münzen wert. Also entweder nimmst du 20 Münzen jetzt so. Nein, wir wollen das natürlich hier machen. Survival-Test machen? Ja, klar. Okay, das ist ein normaler Officer, das heißt, er hat ein Metal von 5. Du musst also eine 7 plus würfeln. Auf einer 7 plus bekommst du 70 Münzen. 7 plus, jetzt, Leute, 7 plus, nein. Das heißt, du musst noch einen Survival-Test machen, aber den nur gegen die 10. Wenn du verkackst, ist er tot. Also 5 plus. Ja. Okay, er hat es überlebt. Also, er ist ins Wasteland gegangen. Die haben den Mutanten leider nicht gekriegt, aber ihm ist auch nichts passiert. Nächste Karte. Na. Oh, sehr geil. 30 Münzen. 30 Coins. Nächste Karte. Der Bube Herzbube. Das ist Jack of Hearts. Jack of Hearts. Oh ja, sehr geil. Das hatten wir schon mal. Das muss ich jetzt nicht frei übersetzen. Also, der Typ geht ins Wasteland und geht in einen Teil des Wastelands, wo noch niemand so wirklich war, weil kein Mensch traut sich dahin. Also auch nicht für eine Mission oder so. Er muss deswegen einen Survival-Test machen, um zu gucken, ob er es schafft. Wenn er es schafft, bekommt er 2 Erfahrungspunkte und sammelt 30 Münzen. Boah. Wenn er failt, bekommt er trotzdem noch einen Erfahrungspunkt und bekommt die Coward General Ability. Coward ist so Angsthase oder so. Da muss er irgendwas testen. Ich weiß jetzt die Sonderregel nicht genau. So oder so, wenn er zurückkommt, spricht er nicht über die Sache. Es ist viel zu gruselig. Und immer dann, wenn dieses Modell darauf angesprochen wird, was denn jetzt eigentlich da passiert ist oder was es gibt, bekommt er einen ganz glasigen Blick und starrt in die Ferne. Er kann das auch alles ignorieren, geht nicht so weit von seinem Homeplace da weg und bekommt einfach nur 5 Münzen, die er irgendwie... Natürlich nicht. Nee. Machst du den Survival-Test gegen die 10. Ist das ein besonderes Modell? Ja. Ja. Tactical hat ein Metal von 6, nee, von 5, Defense 6. Metal von 5, das heißt auf 5 plus erfolgreich. Das war aber der Quartermaster, Junge. Das ist der mit der roten. Ach so, bist gar nicht bei ihm. Der Quartermaster hat 6. Ja. Okay, auf 4 plus sogar. 4 plus? Nein, ich nehme den roten. Der rote. Ja, erfolgreich. 2 Erfahrungspunkte, also hat er jetzt schon 4 sogar. Reicht noch nicht für ein Level up, aber immerhin, er hat 4 Erfahrungspunkte und 30 Münzen. Oh, Peak König. King of Spades, Radioactive Man. Yeah. Das Modell. Der hat ja auch eine Gasmaske. Das geht, alles ja, klar. Geil. Das Modell findet ein intaktes Pre-Fall-Gebäude, also noch ein unbeschädigtes Gebäude von vor dem Fall. Ach so, okay. Also ich finde ja, der Daddy sollte das alles mal auswendig lernen, damit wir das hier auch mal flüssiger vonstatten kriegen. Ja, immer, nein, immer ja. Dieses Rumgestotter, ne? Machst du nichts. Ja, ich sollte das mal übersetzen. Ja, wäre auch geil. Ja. Ich würde einfach sagen, wer ist meine Warband? Der stolpert über eine Kiste, macht die auf und findet direkt 150 Coins. Nächster. Einfach so, geil. Einfach so. Ja. Wolltest du nachlesen, ob das richtig ist? Boah, nee, ich vertraue dir. Junge, das passt. Ja. Wenn ich das sage, dann passt geil. Das. Geil, direkt mal eine Viertel Warband neu. Okay, so, also. Das Modell, das Gebäude scheint irgendwie ein bisschen warm zu sein, aber in einem radioaktiven Sinne. Das Modell muss einen Survival-Test gegen 10 machen. Wenn es das schafft, dann bekommt es 40 Münzen von verschiedenen Quellen und Sachen, die es da findet, bis er sich verpissen muss, weil er sonst verstrahlt wird. Ja. Wenn das Modell failt, dann sucht er das rum und kramt und merkt erst die Strahlung, als es schon zu spät ist. Und deshalb wird er nicht nur in der Lage sein, irgendwas mitzunehmen, was ihm Geld bringt, sondern er wird auch noch -2 auf seinen Defense-Wert kriegen für das nächste Spiel, weil er halt so ein bisschen verstrahlt und angenagt ist. Wenn er das alles ignoriert, dann geht er nicht weiter zu dem Gebäude, er ignoriert das und er guckt ein bisschen in anderen Gebieten, findet schöne Pflanzen und ähnliches, was er mitnehmen kann und vertickt. Und bekommt dafür W10 plus 5 Münzen. Also Survival-Test machen oder... Ja klar, der will das schaffen. Survival-Test ist ein normaler Officer, also auf 5 plus... Oh, 1. Verstrahlt. Verstrahlt. Also -2 Defense im nächsten Spiel. Und nichts gewonnen. Und nichts gewonnen. Okay, das heißt, deine Warband bekommt 30. Ja. Und, was war hier nochmal?
Herzbube. Das war die Geschichte mit dem in die Ferne schauen. Da kriegt er zwei Erfahrungen und noch mal. Oh, und das hat er auch geschafft, richtig. Ja, und Kohle auch irgendwie, auch 30. Müssen wir nochmal gleich gucken. Ja, ich glaube, das waren 30. Ja, 30. Also das heißt, 30 Kohle sind 60 und er kriegt nichts. Also hat der Joker Warband, war auch nichts, ne? Nee, weil er es ja verkackt hat. Ja. Das heißt, diese Warband hat 60 Münzen gesammelt, hatte noch 18 vom Anfang, wäre jetzt also bei 78 Münzen. Das heißt, man könnte vielleicht überlegen, einen oder vielleicht sogar zwei Officers noch mit dazu zu rekrutieren. Gucken wir dann zum nächsten Spiel hin. Quartermaster, nochmal 2 XP, 3. Genau, der hat insgesamt 4 XP gesammelt. Der Leader hat 3 XP gesammelt, weil er einen abgeknallt hat. Alle anderen haben nur 2 XP. Und einige haben natürlich Abzüge jetzt, ne? Minus 1 auf alle Würfel. Softbellied, Frenzied, alles sowas, weil halt, ne, gerade so davongekommen. Aber keiner ist gestorben. Minus 2 Defense hat er. Für die nächste Runde, ja. Der mit der Shotgun. Boah, Junge, nur Defense 4. Naja, Defense 5, wenn er beschossen wird. Nee, er hat sogar schon nur Defense 5, weil das eine seiner Verletzungen war. Ja, stimmt. Also Defense 3. Oh, Junge. Defense 3, im Nahkampf, Defense 4. Im klatschen den so geht da gar nichts mehr. Ja. Gut. Wir sind im Prinzip durch. Wir tragen alles wieder in die Tabellen und Listen ein und so. Das war das zweite Spiel aus unserer Kampagnenserie. Diesmal ein bisschen ja zur Bartlett Trading Company. Ich denke deshalb, genau sicher weiß man es noch nicht, aber ich denke deshalb, dass das nächste Spiel, was ihr sehen werdet, ein bisschen mehr die Incest is not a crime, Mutant Cannibals, also die Mutantenkannibalen vom Pfeife beleuchten wird. Und ja, gucken wir mal. Genau. Deshalb sage ich, oh, tschö Jungs, viel Spaß und schaltet wieder ein. Daddy? Ja. Haut rein, guckt auch in unsere Facebook-Gruppe, This is not a test, official German Facebook Group. Yes. Auch der Joseph McGuire, also der das Spiel hier entwickelt hat, ist da mit am Start. Wenn ihr also irgendwie Fragen oder Sachen habt, schreibt den einfach an, kein Problem. Kann halt kein Deutsch, aber das kriegen wir irgendwie hin. Ja, da kriegen wir hin. Und wir sind mit dem in Kontakt. Genau. Das funktioniert alles gut. Deshalb, okay. Tschö. Ciao.